Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller Anschau wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Reihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu war ich wieder ein bisschen shoppen, habe ein paar Sachen eingekauft. Und ja, diesmal werden wir das noch mit der Liste machen, wo ich euch so ein bisschen zeige, was ich mir geholt habe. Das nächste Mal, ich hatte ja unter dem letzten oder vielleicht bei euch vorletzten Video mal so ein bisschen nachgefragt, wie es aussieht, ob ihr lieber die Items gezeigt haben wollt oder ob ich das weiterhin jetzt mit der Liste mache, die ich jetzt seit ein, zwei von diesen Folgen mache. Ihr wollt lieber die Items sehen, das werden wir danach machen. Das hatte ich jetzt aber halt quasi schon angefangen. Dementsprechend ist das jetzt nochmal mit der Liste. Und beim nächsten Video schaue ich, dass ich die Items dann wieder einzeln rauskaufe und euch das mit aufnehme, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. So, jetzt schauen wir einmal rein. Ich wollte mir jetzt eigentlich noch ein Item kaufen, aber ich bin genau auf 1 Million Gold gekommen, weil es ist ja immer so mein Ziel, so etwa auf die Millionen zu kommen. Diesmal haben wir quasi durch Zufall eine Punktlandung gemacht und dementsprechend, lasse ich es jetzt bei dem Video erstmal damit bewenden. Und ja, jetzt gucken wir, was ich mir gekauft habe. Ich habe mir einmal einen feinen Stock gekauft oder feiner Schärferstock für 77.000. Das ist ein weißes, removedes Item. Habe ich jetzt durch mehrere Scans gefunden. Ich scanne ja aktuell auf 8 bis 10 Servern am Tag. Und mittlerweile ist mir aufgefallen, dass der Scan also erstmal schneller geht im Kollektionator und dass ich irgendwie auch keinen Cooldown mehr habe. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist oder ob das jetzt irgendwie komisch bei mir ist. Also vorher muss man immer eine Viertelstunde warten und man hat dann auch noch ewig gescannt. Teilweise habe ich jetzt nach ein paar Sekunden den Scan durch und ich kann auch quasi instant umloggen und weiter scannen. Das ist sehr praktisch, geht das Ganze natürlich wesentlich schneller. Dann habe ich mir Templar-Stulpen gekauft. Oder Stulpen des gefallenen Templers. Ich glaube, das war aus irgendeiner Instanz. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wahrscheinlich aus irgendeiner BFA-Instanz oder irgendwo sowas im Dreh. Da habe ich jetzt leider nicht hingeschrieben, wo ich das her habe. 40.000. Dann habe ich das Freibeuter-Cape gekauft. Das ist ein normales, removedes Item für 125.000. Dann für 50.000 habe ich den Terok Federkiel gekauft. Das ist ein normales weißes Item. Da fehlen mir nicht mehr sonderlich viel. Kann ich euch nachher auch nochmal zeigen. Dann habe ich blutrünstige Peritstiefel. Das ist ein blaues removedes Item für 1.000 Gold. Oder ich glaube, ich habe es für 200 gekauft. Aber ich kann ja hier nicht 0,2 abbilden. Deswegen habe ich einfach mal 1.000 rein. Durch die Differenz bei den anderen, ne, habe ich da mal wieder was abgerundet, dann passt es, denke ich mal. Dann habe ich den Gehstock mit Diamantenspitze gekauft, das ist ein weißes Item für 20.000. Dann für 46.000 Rekrutenschwert, das ist ein weißes removedes. Dann für 45.000 verderbter Mantel der Teufels irgendwas, geht das hier noch weiter. Teufelssucher, das ist ein Item aus Antorus für 45.000. Ich meine in Antorus ist es nicht mehr viel. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Heimaltos. Ah, das war das letzte Item aus Antorus tatsächlich, seht ihr? Ich habe jetzt die Tabelle hier mal geupdatet. Ich hatte quasi, ich habe hier eine Tabelle im, ja, in meinem, Excel oder was ist das, Open Office Sheet. Und das andere habe ich ja quasi, wo man dann offen noch nachgucken kann, warte, hier, die in so einem Google Sheet Dings drin. Und irgendwie habe ich die eine anscheinend nicht mehr so gut gepflegt wie die andere. Dementsprechend, ja, waren die ein bisschen offen. Jetzt habe ich die wieder angeglichen. Ich finde, hier sieht man es auch ehrlich gesagt schöner. Das habe ich auch freigegeben. Also da könnt ihr auch reingucken. Habe ich, glaube ich, unter dem Stream irgendwo verlinkt gehabt. Genau. Also jetzt brauche ich dementsprechend nur noch zwei Items aus TOS. Und dann ist Legion, oder drei Items sind ja einmal LFR und HC. Und Heimaul brauche ich nur ein einziges. Also da wird es langsam ein bisschen weniger. Genau. Dann achso, müssen wir wieder zurückswitchen. Wo war ich? Genau, dann habe ich mir aus Eternal Palace im normalen Item für 50.000 gekauft. Dann habe ich zwei Removede gefunden. Brackwassergamaschen habe ich für 174 gekauft und Großknechtweste für 172.000. Gut, das waren jetzt so die teuren Items. Dann habe ich ein bisschen was wieder für die Berufe ausgeben. 3.000 für Inji, 1.000 für VZ, 1.000 für Inschriftenkunde. Dann habe ich mir irgend so einen grauen Ventierdolch gekauft für 8.000. Das war ein richtiger Schnapper. Der ist sonst immer für über 100.000 drin. Dann habe ich mir Stulpen des manifestierten Albtraums für 50.000 gekauft. Da habe ich es anscheinend schon mal wieder nicht dahin geschrieben, wo der her ist. Wahrscheinlich wieder aus irgendeiner Instanz, vermute ich. Aus einer von den Raid-Instanzen, aus den alten. Dann habe ich mir Old Gear habe ich aufgeschrieben. Ah, ja, ich musste einen Twink equippen. Dafür habe ich ein bisschen was rausgewastet. Dann habe ich mir jetzt in Patch 10.07 Pets im AH gekauft. Und zwar waren da, ja, so zwischen
1000 und 10.000 waren es ein paar Pets. Ich glaube, so 10 Pets oder so habe ich mir gekauft. Die konnte man einfach bei den Rares kriegen. Aber ich dachte mir, die waren relativ günstig. Und ich wollte im Score wieder oben sein. Und dann habe ich mir die Pets einfach gekauft. Klar, die hätte man sich auch selber farmen können. Aber da dachte ich mir, komm, scheiß drauf. Weil jetzt bin ich wieder auf Platz 1 mit dem Pet-Score. Und das hat mich auch hier im World-Score hochgeprügelt. Dementsprechend hat sich das meiner Meinung nach schon rentiert. Dann Schmiedekunst habe ich 8k ausgegeben. Dann habe ich noch Transkosten gezahlt. Und zwar habe ich mal wieder ein bisschen Gold auf einen anderen Server rüber transferiert, da wo ich mir ein paar Sachen kaufen will. Ich meine, das war auf... Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. War das Draenor? Könnte sein, ja. Also da hast du ja mal 5% Cut, den du verlierst. Dann habe ich mir aus ZG diese Münzen im AH gekauft, wo man sich Rezepte holen kann. Ich habe mir einige Rezepte geholt. Wahrscheinlich beim nächsten Mal werden wir uns auch einige Rezepte aus dem Auktionshaus tatsächlich kaufen. Also da werden wir auch nochmal schauen. Und dann habe ich mir jetzt eben die Ersatzhand geholt. Das ist ein weißes Item. Und damit sind wir insgesamt auf 1 Million Gold gekommen. Genau, eine Punktlandung war nicht geplant, aber ist eine nette Angelegenheit. Jetzt kann ich euch nochmal ein bisschen was zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier runtergehe, ich habe mir quasi die weißen und grauen Items aufgeschrieben. Von weißen Items, von denen ich weiß, ne? Also und weiße und graue. Die habe ich jetzt noch nicht oben mit in der Tabelle, aber es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück, die ich noch brauche, die quasi BOE sind, die ich mal H kaufen kann. Und das sind quasi non-removed und dann sind es hier nochmal, warte mal, ich schiebe es jetzt einfach mal ein bisschen rüber, dann können wir es nämlich leichter zählen. So, genau, und das sind halt die removeden, die ich im Auktionshaus gefunden habe, das sind dann noch 16, ne? Also hier von 271 bis 286 sind halt dementsprechend 16 Stück. Die sind aber meistens relativ teuer. Ich bin jetzt gerade mit dem Char hier auf Kasak und dort sind eigentlich sehr viele Items drin. Das ist einer der vollsten englischen Server. Und da habe ich jetzt auch nochmal, ach so, warte mal, ich muss das mal ausblenden oder einblenden, so rum. Und da sind eigentlich ziemlich viele Items drin. 95 auf den meisten anderen Servern, wo ich scanne, sind dann noch 20, 30 Items drin. Auf Antu habe ich nebenbei offen sind jetzt noch 77. Das liegt hauptsächlich daran, weil jetzt ewig viele, seht ihr hier, von den ZG-Items reingekommen sind. Und ja, die kaufe ich nicht aus dem Auktionshaus raus. Ich habe mir selber mal geguckt, was die Herstellkosten sind. Teilweise 1 oder 2000 Gold, das ist minimal. Musste ich nur die Rezepte holen. Und da ich eh die Rezepte als Sammler alle holen werde, macht es keinen Sinn, die rauszukaufen. Ne? Also das wäre ja dann Käse. Dann hole ich mir das Rezept und dann nochmal fürs Zehnfache hier das Zeug. Also das werde ich mir dann selber craften. Deswegen warte ich da jetzt noch so ein bisschen. Aber wenn ihr jetzt guckt, hier die weißen Sachen, da sind jetzt wirklich immer nur noch ein paar Dinger drin. Sind aber halt teilweise auch relativ teuer. Ne? Das sind halt ein paar removed Sachen. Und da muss ich jetzt mal über die nächste Zeit noch gucken, wo ich die kriege. Aber mittlerweile sieht es schon ganz gut aus. Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich so ein bisschen die Rezepte tatsächlich mal angehen, da ein paar kaufen und dann mal gucken, was wir da so an Gold raushauen. Wahrscheinlich muss ich dann auch was ein bisschen fürs Craften was ausgeben. Genau, das ist aber soweit das für dieses Video. Ich kann es nochmal zeigen, was jetzt der Endbetrag ist. Halt, das war es falsch. Hier, da müssen wir hin. Also ich habe jetzt genau 1 Million ausgegeben, habe wieder ein paar gute Sachen gekriegt, auch ein paar Schnapper dabei. Und vor allem an der Front mit den weißen Items geht es jetzt gut nach unten tatsächlich. Und dann haben wir das vielleicht auch mal raus, also weiße und graue Items. Genau, das nächste Mal, wie gesagt, da mache ich es dann wieder ein bisschen anders. Dann nehme ich dann jedes einzelne Item auf. Gut, jetzt so Sachen wie, ne, Schneider, VZ-Kosten und so, das macht keinen Sinn, aber die ganzen großen Items, die ich aus dem AH kaufe, die werden wir dann wieder quasi mit aufnehmen. Gut, ich verabschiede mich dann an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Wenn ihr es doch ganz anders haben wollt, wie ich die Waste-Videos mache, schreibt mir das gerne auch rein. Vielleicht noch Vorschläge. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Euer Chilla. Bis dahin. Ciao.